Und dafür bekommen wir den Zettel und dann wird die Kiste eingepackt. Hallo, wir sind hier bei der Detmolder Tafel. Die Tafel sammelt Lebensmittel und verteilt sie an die Bedürftigen. Hier haben wir Jochen Ring und denen werden wir jetzt ein paar Fragen stellen. Seit wie vielen Jahren machen Sie das jetzt schon? Ich bin jetzt das 11. Jahr hier bei der Tafel und das findet jeden Mittwoch statt in der Woche, wo wir die Lebensmittel einsammeln und, wie Sie hier sehen, verteilen. Oder an die Bedürftigen in Kisten verteilen, die dann um 15 Uhr kommen und die Ware entgegennehmen, die wir dann hier auch ausgeben. Und bekommen Sie dafür Geld? Nein, es gibt kein Geld dafür, darum heißt es ja Ehrenamt, also man macht das ohne Geld. Und wer kommt so alles? Ja, das sind also Bedürftige, die einen Sozialpass haben, das heißt der Detmolder Pass, das sind Familien, fängt an zum Beispiel eine Person, zwei Personen, drei Personen bis zu 12 Personen in einer Familie, die mittwochs kommen. Wir haben ungefähr 70 Familien mittwochs, die von uns die Lebensmittel bekommen. Der Sprinter ist dafür da, dass wir die Lebensmittel von den Märkten und von Bäckereien und verschiedenen Firmen abholen. Von montags bis Samstag ist der unterwegs und holt die Ware für die Ausgaben von den verschiedenen Märkten ab.